Am Ende eines für mich wunderbaren Tages, ich fand es, wir hatten unglaublich tolle Vorträge, hören wir jetzt Carolyn Daitch. Sie ist die Direktorin von einem eigenen Institut für Angststörungen. Sie ist die Vizepräsidentin der American Society of Clinical Hypnosis. Das ist die Gesellschaft, die von Milton Erickson ins Leben gerufen wurde. Sie ist die Autorin von mehreren Büchern. Eines dieser Bücher hat den Arthur Shapiro Award in Amerika gewonnen. Das wird jedes Jahr verliehen für das beste Hypnosebuch. Und als ich die amerikanischen Kollegen frage, ich immer mal wieder, was empfehlt ihr zu publizieren, haben mehrere mir gesagt, das Buch, die Toolbox von Carolyn Daitch, und auch aus Deutschland kamen immer mal wieder E-Mails, wir sollen das machen. Als ich mir das angeguckt habe, das waren so viele Seiten, war ich erst skeptisch, das alles zu übersetzen. Aber als ich in den Inhalt reingeguckt habe, habe ich es dann empfohlen, dass Carl-Auer das macht. Das Buch wird im Herbst kommen. Da geht es die Effect Regulation Toolbox. Bessel van der Kolk hat heute Morgen erzählt, dass es da früher sehr wenig darüber gab, über Affektregulation. Und die Claire Fredericks, die auch schon hier gesprochen hat, die neigt, glaube ich, nicht so sehr zu Übertreibungen, wie ich sie bisher kannte. Die hat im Vorwort geschrieben, es gibt so Bücher, die man halt mal liest, im Bücherschrank stellt, aber das sei eines der 10, 12 Bücher, die man so immer wieder benutzt für die therapeutische Arbeit. Sie hat mir gerade ihr neuestes Werk in die Hand gedrückt, wieder, wo sie weitere Tools ins Leben gerufen hat. Das sieht auch sehr interessant aus, und sie wird uns jetzt einen Ausschnitt aus ihrer Arbeit darstellen, von diesen Tools, die sie geschaffen hat. Carolyn, I'm very happy that you're here. Thank you. Dankeschön. Well, I have a confession to make. Ich muss euch was gestehen. Wenn Bernhard Tränkle mich letztes Jahr gebeten hat, ein Keynote-Speaker heute hier zu sein, ich fühlte mich sehr geehrt. Ich fühlte mich geehrt, aber auch ein bisschen verängstigt, denn ich bin es nicht gewohnt, für solche großen Gruppen zu sprechen. Und dann wurde ich noch ängstlicher, als ich gehört habe, ich habe den Keynote von Dr. Zimbardo gehört. Der hat einen wahnsinnig tollen Keynote gegeben, und beim Mittagessen bin ich auf ihn zugegangen. Ich habe gesagt, hey, du hast einen wunderbaren Keynote-Vortrag gehalten. Aber ich muss sagen, es hat mich nervös gemacht. Warum würde mein Vortrag dich nervös machen? Denn im Mai muss ich da oben hin. Er sagte, mach dir keine Sorge, halt einfach meinen Vortrag nochmal. Ich habe gesagt, das ist ein toller Vortrag, aber ich kann ihn nicht verwenden. Und er sagt, klar kannst du es. Kannst mich einfach zitieren und sagen, Zimbardo hat diesen Vortrag sich ausgedacht. Ich habe das natürlich nicht gemacht, denn ich habe gesagt, walk the talk, mach, was du immer predigst. Denn ich arbeite mit Leuten mit Angststörungen. Und das leitende Prinzip ist, vermeide nicht. Vermeide Herausforderungen nicht, auch wenn sie ein bisschen Angst machen. Ich möchte euch einen kleinen Videoclip zeigen von einem kleinen Mädchen, die sich einer Herausforderung stellt. Schaut mal, wie sie sich gefreut hat, als sie sich ihren Ängsten gestellt hat. Mark Twain ist einer meiner lieblingsamerikanischen Schriftsteller, und er hat auch einige Zeit in Heidelberg verbracht. Er sagt, es ist nicht ein Kompliment zu sagen, dass jemand mutig ist, außer wenn er ein Anteil Feigling ist. Wir haben über Angst gesprochen, ich habe über Angst gesprochen. Aber Angst ist nur einer von mehreren emotionalen Triggern, die zu exzessiven Emotionen oder Affektdysregulation führen kann. Lasst uns mal über Emotionen sprechen. Emotionen sind ein bisschen wie Ebbe und Flut des täglichen Lebens. Unsere Fähigkeit, intensiven Emotionen zu spüren, auch Emotionen wie zum Beispiel Trauer, das ist ein Geschenk. Du siehst einen wunderschönen Sonnenuntergang auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Du bist inspiriert durch Musik. Du kommst nach Hause und du riechst irgendwas im Ofen, was backt, was den Geruch deiner Kindheit hat. Du berührst das Gesicht eines Babys. Das sind alles wunderbare Emotionen, die wir verspüren. Aber nicht alle Emotionen sind positiv. Klar. Es gibt auch unbequeme Emotionen, negative Emotionen, das ist Frustration, das ist Ärger, das ist Angst, das ist Unwohlbefinden. Es gibt viele emotionale Zustände, nicht alle sind angenehm. Es gibt Tage, wo wir diesen Sonnenuntergang sehen, es gibt Tage, wo wir noch im Büro stecken bleiben und den Sonnenuntergang verpassen. Und es gibt Tage, wo wir aus dem Haus rennen, unsere Kinder sind zu spät dran, jeder prostiert. Und dann gibt es Tage, wo wir nach Hause kommen, nach der Arbeit, unsere Schuhe ausziehen, ein gutes Buch lesen. In deinem Lied hast du davon gesprochen, morgens die New York Times zu lesen, diese schönen Momente, wo man all die Zeit der Welt hat. Worum es also geht, ist nicht, Gefühle zu vermeiden. Es geht darum, alle Gefühle zuzulassen. Es gab einen tollen Film, vielleicht gab es ihn ja auch in Deutschland. Es ist ein Pixar-Film, der heißt Inside Out. Es ist ein Kinderfilm, aber auch viele Lehren für Erwachsene. Im Film gibt es eine Protagonistin, sie ist 11 Jahre alt, sie heißt Riley. Und sie wurde weggerissen von ihrem schönen, gemütlichen Zuhause im Mittleren Westen. Aufgrund von einem Jobwechsel ihres Vaters muss sie nach San Francisco umziehen. Es ist das gleiche Land, aber eine ganz andere Kultur. Es gibt kein Schlittschuhfahren, kein Skifahren. Die Leute sind ein bisschen mehr sophisticated. Und Riley ist überhaupt nicht glücklich darüber. Im Filmclip ist es sehr leicht zu sehen, dass Riley Glücklichsein über alles andere hält. Aber sie versucht, das zu machen, indem sie ihre Angst unterdrückt, runterdrückt, aber es kommt dann raus in allen möglichen Formen wie Reizbarkeit. Ich werde mal versuchen, den Filmclip zu zeigen. Ups. Also, wie war der erste Schultag? Ich glaube, es war ganz okay. Keine Ahnung. Schaust du jemanden manchmal an und überlegst, was geht in dem Kopf vor? Habt ihr es auch gemerkt? Ja, irgendwas läuft da schief. Wir brauchen Hilfe. Mach mal ein Zeichen zu deinem Ehemann. Aha. Oh oh, sie guckt uns an. Was hat sie gesagt? Tut mir leid, keiner hat zugehört. Wir haben wahrscheinlich einen Klodeckel hochgelassen. Was ist es? Gib ihm noch ein Zeichen. Also, Riley. Wie war es in der Schule? Oh, ich kann es nicht glauben. Für diesen Typen haben wir den brasilianischen Piloten verlassen. Riley war reizbar, nicht weil sie nicht glücklich war, sondern weil sie nicht die Erlaubnis hatte, traurig zu sein, wenn das ihr Bedürfnis war. Das war die dominante Emotion in ihrem Leben. Sie musste nicht glücklich sein, sie musste die Erlaubnis haben, traurig zu sein. Was brauchte sie sonst noch? Sie brauchte Unterstützung von ihren Eltern. Sie musste es ihre Eltern, das Verstehen, es normalisieren, sie beruhigen. Wir sehen das Modell in diesem Filmclip, dass wir anerkennen müssen. Jede Emotion ist eine Bereicherung für die Emotionalität unseres Lebens. Wir müssen jeder Note zuhören. Ohne dass wir es anerkennen, können unsere Leben so wenig harmonisch sein wie ein Orchester, was erst noch ihre Instrumente tönt, bevor der Direktor kommt. Es gab einen Filmkritiker, der hieß Roger Ebert. Er sagte was sehr Schlaues. Er sagt, dein Intellekt ist vielleicht verwehrt, aber deine Emotionen werden dich nie anlügen. Deine Emotionen werden dich niemals anlügen. Was wir tun müssen, ist, Klienten nicht nur beizubringen, ihre Gefühle anzuerkennen. Wir müssen ihnen auch beibringen, wie sie ihre Emotionen regulieren können, wie sie sie managen können. Es ist fast unmöglich, mit den Herausforderungen des Lebens zurechtzukommen, großen und kleinen, die das Leben für uns bereithält, wenn wir unsere Emotionen nicht managen können. Diese starken negativen Emotionen können uns entführen im Leben und können uns in Richtungen bringen, die wir nicht wollen. Exzessive Emotionalität und Affektdysregulation macht es sehr schwer, die Aufs und Abs des Lebens zu managen. Was passiert ist, wenn sie ihre Emotionen nicht managen können? Die sind erschöpfend. Das kann dazu führen, dass sie ihren Job verlieren, ihre Beziehung verlieren, ihre Freundschaften und so weiter. Und diese Menschen sind dann allein und sehr unglücklich. Was können wir also tun? Was können wir tun, um unseren Klienten zu helfen, die Probleme haben, ihre Emotionen zu regulieren? Wir müssen ihnen Werkzeuge geben. Werkzeuge, die das Beste von der Psychologie vereinen. Ich verwende Werkzeuge, die Hypnose verwenden und Achtsamkeit. Ich verwende Werkzeuge, die kognitive Verhaltenstherapieansätze verwenden. Und nicht nur müssen wir ihnen Werkzeuge geben für ihre Emotionen, um die zu managen, sondern auch Strategien, diese Werkzeuge auch auf häusliche Situationen zu transferieren, wenn sie getriggert werden. Wie sucht man Tools aus? Hier haben wir eine Schokoladenbox aus den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das hier in Deutschland auch habt. Man nennt es eine Auswahl von Whitman. Ich öffne es mal. Bernhard, einen Tag wirst du vielleicht einen Karamellbonbon vorziehen und manchmal einen cremigen und manchmal überhaupt keine Schokolade. Du kannst die Schokolade gerne nehmen und rumreichen. Es wird den Vortrag ein bisschen süßer machen. Du brauchst also eine Auswahl von Werkzeugen. Eine weitere Metapher ist, wenn du ein Bild aufhängst, brauchst du vielleicht nicht nur einen Hammer, um es aufzuhängen, aber für komplizierte Projekte brauchst du vielleicht noch mehr Werkzeuge. Auf der gleichen Art und Weise braucht ein Klient vielleicht ein oder mehrere Werkzeuge an einem Tag. Wer meine Bücher kennt und die Sachen, die ich geschrieben habe, kombiniere ich verschiedene Werkzeuge. In einem Template zum Beispiel lasse ich Leute an sichere Orte gehen und vielleicht kombiniere ich das mit langsamer Atmung und vielleicht mit Selbstaussagen wie, ich kann das hinkriegen, dies ist kein Notfall. Und vielleicht folge ich dann mit einem kinästhetischen Hinweisreiz wie, ich bin okay, ich bin okay, ich bin okay. Denn in diesem Moment, in diesem speziellen Moment, bin ich okay von ihr alles. Und sagt, okay, wir wissen nicht, was später passieren wird. Leute, die Angst haben, haben eine zeitliche Störung. Die leben vor allem in der Zukunft, besonders was in der Zukunft schieflaufen könnte. Aber in diesem Moment sind sie okay. Eine der Sachen, die ich mache, ist, dass ich Leute bitte, ein Notizbuch mitzubringen. Heutzutage bringen sie auch iPads und ihre Mobiltelefone. Und sie schreiben sich, machen sich Notizen zu den Werkzeugen. Lange später, wenn du die Therapie erfolgreich abgeschlossen hast, wirst du Werkzeuge haben, die dir helfen wird, weil du so gut gearbeitet hast an deinen Zielen. Diese Aussage hat mehrere Botschaften. Die erste Botschaft ist, du wirst dich besser fühlen. Die zweite Botschaft ist, du wirst dich besser fühlen aufgrund der guten Arbeit, die du machst. Und die dritte Botschaft ist, ich werde vorhersagen, es wird vielleicht mal eine Regression geben. Fast immer gibt es stressvolle Momente, wo es auch eine Regression gibt. Aber sie sind vorbereitet, denn sie haben eine Toolbox. Wieder, mein Ziel ist nicht, dass Leute sich nicht ihren Emotionen nicht bewusst sind oder sie nicht anerkennen. Mein Ziel ist, dass sie die Intensivität modulieren können. So ist die emotionale Regulation einfach stimmig ist mit dem Stimulus. Die Leute, die ich sehe, haben oft Reaktionen, die Überreaktionen sind zu Stimuli, Reize, die andere gar nicht als störend empfinden würden. Essentiell könnte man sagen, meine Philosophie, das sind auch die Wörter, die ich verwende mit meinen Klienten. Ich möchte, dass du deine Emotionen bemerkst, ohne sie zu beurteilen, mit deiner Emotion sein, mit Mitgefühl und damit sitzen, es willkommen heißen und dann, wenn du bereit bist, es wieder freilassen, loslassen. Denn das Ziel ist nicht nur, mit Emotionen zu sein und nicht überzureagieren. Es ist auch nicht darin, einfach zu sitzen. Leute mit Angst, die grübeln oft, die bleiben drin stecken. Die baden drin. Schauen wir uns mal an, was verursacht Affektregulation? Es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen können. Wir haben Klienten, die sehr reaktiv sind, die Reaktionsmuster haben aus mehreren Ursachen. Genetik, Temperament, Trauma, Hormonspiegel, Schlafmangel. Ich möchte kurz über jedes davon sprechen. Reaktionsstile können vererbt werden. Brainscans zeigen, dass Menschen mit Affektdysregulation haben eine überaktive Amygdala. Das ist das Zentrum in unserem Gehirn, was eigentlich Emotionen moderiert. Und einen zu wenig aktiven Neokortex, der die Impulsivität kontrolliert. Alle unter euch, die mehr als ein Kind haben, haben vielleicht gemerkt, dass diese Kinder ganz unterschiedliche Temperamente haben. Ich habe zum Beispiel eine Nichte, die sehr fleißig war, die ist eine berühmte Athletin geworden. Einige sind ängstlich, einige sind ruhig. In den 60er Jahren gab es eine Studie von Kagan und Rimm. Die konnten zeigen, dass 20% aller Babys ängstlich waren. Und diese ängstlichen Babys waren ängstliche Kleinkinder, ängstliche Kinder, ängstliche Teenager und ängstliche Erwachsene. Und dann gab es Trauma. Trauma kann unsere neuronalen Netzwerke abschneiden. Wir haben da einen Mangel. Genau wie Porges gerade zeigen konnte, wir brauchen diese Bindung. Nicht nur Missbrauch, sondern auch Vernachlässigung kann dazu führen, dass Neuronen nicht weitergesponnen werden. Und dadurch kann ein Reaktionsmuster entstehen, dass die zu schnell in eine Übererregung kommen. Und da gibt es natürlich Hormone. Wenn man zu viel oder nicht genug Hormone hat, die endokrine Balance kann einen großen Unterschied machen. Ich erzähle gerne eine Geschichte von einem Klienten. Ich hatte einen Klienten, die zu mir wegen Angst kam. Sie war auch mit einem Gastroenterologen und auch einem Kardiologen, weil sie Herzprobleme hatte, Darmprobleme. Sie hatte einen Psychiater, die ihr psychotrope Medikamente gab für ihre Angst. Und dann kam sie auch zu mir, um ihr mit Selbstregulation zu helfen und mit Hypnose, um die Angst runterzukriegen. Und mit ihr hatte ich eine sehr interessante Erfahrung, weil ich Hypnose mit ihr gemacht habe. Sie war sehr kooperativ. Und dann, als sie die Trance beendet hat, sagte sie, ich mochte das, aber es war so komisch. Mein Herz schlug sehr schnell, wie es das so oft macht. Und ich fand das eigentlich sehr interessant. Und ich habe mir ihre Akte angeschaut und habe gesehen, dass sie Schilddrüsenmedikamente nahm. Und ich fragte sie, wann hast du deine Schilddrüse checken lassen? Sie sagte, ach, vor ein paar Monaten. Mein Arzt sagte, alles war in Ordnung. Und ich sagte, geh nochmal zum Arzt, lass mal deine Schilddrüse überprüfen. Und man hat festgestellt, dass ihr Schilddrüse in der toxischen Zone war. Als sie die Schilddrüse stabilisiert hat, geht es ihrem Bauch besser. Sie brauchte nicht mehr den Gastroenterologen. Ihr Herz hat aufgehört, so schnell zu schlagen. Und sie brauchte nicht mehr den Kardiologen. Sie hat ihre Medikamente abgesetzt, brauchte den Psychiater nicht mehr. Und sie brauchte auch mich nicht mehr an diesem Zeitpunkt. Es ist also sehr wichtig, gerade die von uns, die keine Ärzte sind, wir müssen trotzdem die Augen aufhalten, um sicherzugehen, dass nichts etwas gibt mit Medikamenten oder Stressoren, die die Hormone beeinflusst. Ich habe eine Frau gesehen, die in Detroit Auto fuhr. Detroit ist die Autohauptstadt in Amerika. Und sie hat ein Auto mit einem Aufkleber drauf. Und auf dem Aufkleber stand, ich habe kein Östrogen mehr, aber ich habe ein Gewehr. Ich sehe viele Leute, viele Frauen in den Wechseljahren, die Angst haben, die sie vorher nicht hatten. Mit Schlaf. Wenn wir nicht genug Schlaf haben, sind wir nicht so resilient. Es reicht auch schon 1 oder 2 Tagen. Das produziert mehr Cortisol im System. Und wenn wir mehr Cortisol haben, sind wir ängstlicher und wir sind weniger resilient für Stress. Es ist also sehr, sehr wichtig, genug Schlaf zu kriegen. Okay. Was wir jetzt machen, wir müssen Leuten helfen können. Und wie helfen wir Leuten? Wir brauchen eine Toolbox. Ganz gleich, was die Ursache ist, der Affektregulation. Was wichtig ist, ist zu wissen, dass wir helfen können und helfen müssen. Wir können helfen mit dem, was ich die Affektregulation Toolbox nenne. Es ist so eine kleine versteckte Waffe, die man mitnehmen kann, überall hin. Es ist unsichtbar. Ich habe hier 4 Ebenen wie eine Pyramide in dieser Toolbox. Die erste Ebene ist zu scannen. Sogar wenn plötzlich eine schnelle Flut kommt, gibt es erste Anzeichen. Und ganz gleich, wie schnell diese Flut kommt, es gibt immer Signale, wenn man zuhört und darauf achtet. Und genauso mit emotionaler Überflutung. Wenn das so plötzlich auftritt, es ist leicht, die Voranzeichen zu übersehen. Aber es gibt Voranzeichen. Ich fange also an, Leuten beizubringen, die Vorzeichen zu erkennen. Es gibt natürlich somatische Anzeichen, wenn man irritiert ist. Es gibt emotionale Anzeichen, es gibt Sinnesempfindungen, es gibt Verhaltensweisen, Gedanken. Aber einige von uns sind diesen Frühanzeichen bewusster als andere. Es gibt einige, die die somatischen Anzeichen früh erkennen. Ah, jetzt ist wieder eng meiner Kehle, jetzt fängt mein Herz wieder an. Andere sind kognitiver veranlagt und sagt, ich habe zu viel zu tun, ich kann nicht glauben, dass es wieder macht. Sogar wenn der Körper das ausdrückt. Oder vielleicht fühlt man nur Trauer, Traurigkeit, oder Angst oder Ärger. Man muss für sich selber herausfinden, was ist die Ebene, die für einen am leichtesten schnell feststellbar ist, und dann eine Pause machen. Wir nehmen Auszeiten für Kinder, aber Auszeiten sind nicht nur für Kinder. Auch Erwachsene brauchen Auszeiten. Ich denke, dass es unrealistisch ist, dass wir auf eine sehr vernünftige, ausgewogene Art reagieren werden, wenn wir uns nicht zumindest kurz eine Pause nehmen. Ich trainiere also meine Klienten, Auszeiten zu nehmen. In der Praxis visualisieren wir bereits, wo die Auszeit sein kann. Am leichtesten ist natürlich zu Hause, in deinem Zimmer, wenn du die Tür zumachen kannst, oder wenn du Kinder hast, wenn du aufs Klo gehst. Meistens kommen Leute nicht, folgen dir nicht aufs Klo. Du kannst auch eine sehr leise Auszeit machen, sogar jetzt, oder bei einem Meeting oder im Restaurant. Und du kannst sogar einem Auto machen, zumindest wenn du nicht der Fahrer bist. Denn es ist gut, wenn du für die Auszeiten die Augen schließt. Was macht man in dieser Auszeit? Es gibt verschiedene Interventionen, um das Nervensystem zu beruhigen. Hier sind meine 3 Lieblingstechniken. Das Augenrollen, die Faust anspannen, atmen. Ich mag sie, weil sie leicht zu lernen sind und weil sie schnell funktionieren. Also, du findest eine Haltung, eine Körperhaltung in deiner Auszeit. Du rollst deine Augen hoch zur Stirn, atmest tief ein, hältst den Atem an, hältst die Augen oben, das kann sich ein bisschen unbequem anfühlen, und dann ausatmen und die Augen schließen und dann innerlich reingehen. Und reingehen. Und vielleicht scannt man seinen eigenen Körper und schaut, gibt es irgendwo ein bisschen Anspannung, ein bisschen inneren Stress. Und wenn es so ist, dann bemerk es einfach. Und was ich gerne hätte, was du tust, ist, diese Anspannung in eine deiner Hände zu legen und dann eine Faust zur Faust anspannen. Und vielleicht möchtest du dir vorstellen, dass diese Anspannung sich in eine Farbe verwandelt, vielleicht sogar eine Flüssigkeit. Und du hältst es, hältst es, hältst es. Und jetzt langsam ein Finger bei der Zeit. Öffnest du deine Hand und lässt diese Flüssigkeit runter, runter, runter tropfen zum Boden, unter den Boden, in die Erde, in den Erdkern, wo es freigesetzt wird, weit weg von dir. Und während du immer noch an diesem gleichen Ort bist und deine Aufmerksamkeit mit dem Augenrollen hattest und dann die Anspannung losgelassen hast, kannst du jetzt zu deiner Lieblingsatemtechnik wechseln. Was ich gern mache, ist das Atmen im Quadrat. Ich mag sehr gern Atmen im Quadrat, besonders für Grübler, denn du atmest auf 4 ein, du hältst deinen Atem auf 4 an, dann ausatmen für 4 Zeiteinheiten und dann machst du eine Pause für 4. Und wenn das zu schnell für euch war, kannst du es langsamer machen. Und dann kannst du noch eine visuelle Komponente wählen. Beim Einatmen kannst du in deiner Vorstellung eine Linie zeichnen von der linken Seite der Box. 1, 2, 3, 4. Halten, 2, 3, 4. aushalten, 2, 3, 4 und dann die Box abschließen. Probiere das einfach für ein paar Atemzüge. Und jetzt einfach sich strecken und zurückkommen. Ich mag dieses Quadratatmen. Es ist gut für Grübler. Ich habe es in meine neueste Audioaufnahme nicht getan, weil es für Leute mit Panikstörung nicht gut ist. Die dritte Ebene, Entschuldigung, zweite Ebene. Die zweite Ebene ist das Vertiefen. Ich werde jetzt nicht in alle Vertiefen-Techniken reingehen, die von euch die Hypnose macht. Ihr könnt einen sicheren Ort gehen, ihr könnt die Treppe runtergehen, all diese Techniken der Induktion aus Hypnose. Und dann kommt man zum aufregenden Teil bei der dritten Ebene. Wenn Leute bereits entspannt sind, kann man ihnen Strategien beibringen, die Affektregulation zulassen und können dann Gedanken und Verhaltensweisen verändern. Wenn Leute mich fragen, was ist mein Lieblingsinstrument in der Toolbox, das ist wie eine Mutter von 10 Kindern zu fragen, was das Lieblingskind ist. Ich mag sie alle. Ich werde sie kurz benennen und dann eins davon beibringen. Einen positiven Zukunftsfokus zu haben. Ich habe schon gesagt, dass Leute mit Angst sehr zukunftsorientiert sind, aber vor allen Dingen, was schieflaufen kann in der Zukunft, das können wir utilisieren mit einer positiven Erwartung. Was man mit Klienten machen kann, sogar in der ersten Sitzung, ist sich vorzustellen, in ein paar Monaten, wenn du sehr gut in Therapie mitgearbeitet hast, und dich schon so viel besser fühlst. Oder wenn es eine Situation gibt, die sich nicht verändern wird, wie ein krankes Kind, dass man sich vorstellen kann, dass man in der Zukunft noch resilienter sein wird. Und man hält dann den affektiven Zustand, als ob das jetzt schon passiert. Das ist ein Ansatz von Erikson. Ich arbeite auch sehr gern mit Ego-States. Es gibt immer Anteile in uns, die erwachsen sind. Es gibt auch immer Anteile, die jung sind, die verletzlich sind. Wir können die erwachsenen, starken Seiten des Selbst, um die jüngeren und verletzlicheren Anteile des Selbst zu stützen. Wir können auch in der Vorstellung einen Unterstützungskreis haben. Das mache ich oft mit Leuten mit Testangst. Sie können sich vorstellen, dass alle Leute, die sie lieben, ihnen vorweg reinlaufen in den Raum, wo der Test stattfindet. Es kann auch bei religiösen Gott sein oder Lebewesen, die man liebt, wie kleine Welpen. Und dass sie daran zu erinnern, dass sie nicht nur innere Ressourcen haben, sondern auch äußere. Und hier kommt eine, die ich sehr gern mag. Und das ist das, ich nenne das Nebeneinanderstellen von Gedanken und Gefühlen. Und das bezieht sich darauf, dass wir immer einen weiteren Gedanken oder ein Gefühl dazu holen können. Es ist immer möglich, einen kleinen Samen des Vertrauens zu haben, wenn wir Angst haben. Ein bisschen Vergebung haben, auch wenn wir ärgerlich sind. Ich werde das schnell demonstrieren. Keine lange Induktion. Als erstes möchte ich, dass ihr so tut, als ob diese Stühle sehr bequem sind. Ich hätte gern, dass ihr die Augen schließt. Und vielleicht wird es dir Spaß machen, deine Augen zur Stirn hochzurollen, wie gerade eben. Und ein weiteres Mal einen tiefen Atemzug nehmen. Ganz entspannt ausatmen, deine Augen entspannen lassen. Und das ist eine Gelegenheit anzuerkennen, dass zwei ganz gegensätzliche Gedanken oder Gefühle koexistieren können. was ich gerne hätte. Wenn deine Augen aufmachen musst, um mich zu sehen, kannst du es machen? Ich hätte gern, dass deine Augen vor dich, deine Arme vor dich ausstreckst, die Handflächen nach oben. Und ich hätte gern, dass du an was denkst, was ein bisschen stressig ist, eine Sorge, eine Angst, etwas, was dich irritiert, eine Enttäuschung. Lass es aufkommen, das wird gleich weggehen, also lass es alles aufkommen, lass es aufkommen und tu all diesen Stress, die Sorge, die Reizbarkeit oder Enttäuschung, was auch immer es ist, und tu es in eine Hand und dann mach eine Faust draus mit dieser Hand. Und jetzt denk an etwas, für was du dankbar bist. Oder etwas, was du selber in dir schätzt. Denk an ein Kompliment, was du erhalten hast, was sich so gut anfühlte, weil es wahr war. Denk daran, wie du überlebt hast. So viele Sachen, vielleicht sogar mehr als nur überlebt. Was auch immer dieses positive Gefühl ist. Tu es in die andere Hand und mach eine Faust draus. Jetzt hältst du beides. Du hältst beides. Und jetzt bitte ich euch, die Fäuste zu öffnen, die Handflächen aneinander zu reiben. Gut. Und jetzt bring sie zu deinem Herzen. Und nimm diese Bewusstheit, diese Sanftheit des Geistes, diese Bewusstheit der Ebbe und Flut, des Lichts und des Dunkeln in deinen Körper rein, in deine Zellen, in deine Seele. Und bleib dabei für einen Moment und spür einfach, wie sich das anfühlt. Ich werde jetzt bis 5 zählen. Bei 5 würde ich euch bitten, zurückzukommen, wenn ihr es nicht schon seid. 1, 2, 3, 4, 5. Und streckt euch. Ich verwende es oft mit Paaren. Denn auch wenn du auf deinen Partner sehr sauer bist, gibt es auch immer etwas, was in dir Zärtlichkeitsgefühle aufkommen lassen. Ich werde jetzt auf die letzte Ebene kommen. Das ist Übung und Transfer. Wenn man Verhaltensweisen, die sich tief eingegraben haben, verändern möchte, das erfordert Übung, nicht nur in der Praxis. Wenn Leute zu mir in die Praxis kommen, mache ich einen Vertrag mit ihnen, einen therapeutischen Vertrag, dass sie zu Hause Hausaufgaben machen. Es ist sogar so, dass ich Klienten nicht annehme, wenn sie nicht gewillt sind, draußen weiterzuarbeiten. Warum ist das so? Eine Komponente für Therapieerfolg ist natürlich die Beziehung zum Therapeuten, aber es gibt auch eine lineare Beziehung, wie viel Übung sie durchführen außerhalb der Klinik. Das ist also sehr wichtig. Es gibt zu viele Leute, die das Gefühl haben, wenn sie in die Praxis gehen, dann wird man sie reparieren, besonders mit Hypnose. Mir gefällt dieser Cartoon. Diese Arbeit in eurer Eheberatung, macht ihr die Arbeit selber oder lasst ihr sie machen? Wir müssen also Leute dazu einladen, zu üben, zu üben, zu üben. Wie mache ich das? Am Ende jeder Sitzung lasse ich sie die Werkzeuge üben. Was ich mache, ich lasse sie am Ende der Sitzung in eine kleine Trance gehen und ich lasse sie verschiedene Szenarien visualisieren, wo sie vielleicht getriggert werden. Sie sollen dann bemerken, dass sie getriggert werden. Sie sollen dann ihren Körper scannen und schauen, ob es irgendwelche kognitiven oder emotionalen Reaktionen gibt. Und dann sollen sie visualisieren, ganz schnell eine Auszeit zu nehmen Auch der Partner soll das wissen, sonst fühlt er sich verlassen. Und dann ihre Tools verwenden. Die Compliance ist sehr wichtig in der Therapie. Wieder und wieder und wieder müssen wir Leute ermutigen, zu üben. Manchmal bin ich wie eine Pest für die. Ich nenne mich dann therapeutische Therapeutin, weil ich wirklich möchte, dass sie üben. Das erfordert viel Arbeit. Worüber ich auch sprechen möchte, ist, dass man eine Bandbreite an Werkzeugen braucht. Ein Ansatz mag für eine Person an einem Tag funktionieren und am anderen Tag nicht. Oder für einen Klienten ja, für einen anderen nicht. Was wir gefunden haben, dass wenn man keine gute Passung herstellen kann, meine Kollegen Lankton und Gilligan sprechen davon, dass eine Therapie manchmal nicht erfolgreich ist, weil wir über Visualisation sprechen, während die Leute eher auditiv sind. Man muss also als Therapeut Geduld haben, man muss sich Feedback holen. Ich frage Klienten immer, was hat gut für dich funktioniert und was nicht. Ich mache mir Notizen und verändere es. In den hypnotischen Protokollen sage ich auch Klienten, sie können meine Worte verändern und zu ihren eigenen Worten machen und meine Bilder austauschen für ihre Bilder. Manchmal, je mehr ich mich selber rausziehe, desto besser läuft das. Man muss also sich sehr individuell auf Klienten einstellen. Wenn Sachen nicht nach Plan geht, seid immer bereit, den Plan wegzufahren. Hier ist die Take-Home-Message, ein paar Punkte, mit denen ich zusammenfassen möchte. Man muss Klienten beibringen, eine sofortige Auszeit zu nehmen, um die emotionales Flooding zu unterbrechen. Wie lang muss das sein? Idealerweise 20 Minuten. Es muss aber nicht 20 Minuten sein, auch 90 Sekunden. Wenn du bei einem wichtigen Meeting bist und dein Chef kritisiert dich, kannst du einfach an dem Tisch sitzen, deine Augen kurz schließen. Vielleicht denken Leute, dass du ein bisschen müde bist. Du rollst deine Augen, du atmest und sagst dir, ich kann damit umgehen, das wird bald vorbeigehen. 90 Sekunden braucht man, um die Angst zu verarbeiten. Man muss Kontakt aufnehmen mit anderen Anteilen des Selbst. Ach, ich habe die selbstberuhigenden Mechanismen übersprungen. Es ist wirklich wichtig. Als ich zunächst angefangen habe, klinisch zu arbeiten, ging alles um kognitive Therapie. Aber was wichtig ist, ist erstmal das Nervensystem runter zu regulieren. Wenn man vorher das Nervensystem nicht runterreguliert, werden die Worte einfach nicht aufgenommen. Denn die positiven Botschaften, ich kann das, werden fast nicht gehört. Die negativen Selbstbotschaften, ich schaff das nicht, sind wie ein Schrei. Um also mit weisen Anteilen des Selbst Kontakt aufzunehmen, muss man eine Pause machen, muss man zuhören. Eine große Varianz an Tools haben. Ich werde abschließen, sogar wenn das Leben schwierig ist, und das Leben ist oft schwierig, aber es ist noch schwieriger, wenn wir unsere Emotionen nicht regulieren können. Sogar wenn man ein toller Emotionsregulierer ist, kann das Leben schwierig sein, aber auch wundervoll. Man sieht, worum es geht. Ich möchte mit einem meiner Lieblingsdichter schließen. Rumi sagte, tanze, wenn du aufgebrochen bist. Tanz, wenn du den Verband runtergerissen hast. Tanz in der Mitte der Schlacht. Tanze in deinem Blut. Und wenn du vollkommen frei bist, tanze. Und vielen Dank, jetzt bin ich frei.